Hi, da bin ich wieder. Ich habe mal wieder Post bekommen und was ich hier bekommen habe, ja, Actionfiguren, neue Figuren für meine Sammlung, die ich mal wieder ersteigert habe, kleine Schnäppchen gemacht habe. Ich würde sagen, wir fangen damit an, mit dem kleinsten Paket, wobei das andere ist ziemlich schmal. Ich muss ja immer aufpassen, hoch, dass mir Figuren und Zubehör nicht in der Tüte bleiben, also in dem Papier. Und ich es mit wegschmeiße. Ich habe nämlich einmal ersteigert, wobei ich wusste gar nicht, Funko. Ah, von der Firma Funko ist das. Von 2014. Die sind gar nicht beweglich. Habe ich Bebop und Rocksteady ersteigert. Irgendwo muss noch der andere sein. Ah, ich fühle hier was. Okay, das war's dann auch schon. Karton leer. Riesenkarton für zwei kleine Figürchen, aber das sind sie. Bebop und Rocksteady. Nein, doch nicht. Okay. Dann habe ich hier noch Shredder. Habe ich Shredder ersteigert? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Dann war es wohl Shredder. Ist auch von 2014 von der Firma Funko. Nicht beweglich. Aber irgendwie waren die richtig cool. Richtig günstig waren die nicht. Ich habe jetzt 6 Euro fürs Versand. Und ich glaube 9 € oder 10 € nochmal für die Figuren bezahlt, also 15 € insgesamt. Wenn man bedenkt, dass ich manchmal eine große Figur für 5 € bekomme, sind die kleinen hier dann doch relativ teuer im Verhältnis. Sie sind unbeweglich, aber ich fand die irgendwie mega cool und habe gedacht, komm, wäre nicht schlecht, die in der Sammlung zu haben. Von der Firma Funko sind die. Hätte ich nicht gedacht. Sind irgendwie an mir vorbeigegangen. Also ich habe die nie zu kaufen gesehen, wobei manche Sachen gibt es ja bei uns gar nicht wirklich zu kaufen. Ja, sind ganz nett, sind ganz lustig. Schade, dass sie nicht beweglich sind, aber so ist auch ganz cool. Hier mit der Waffe und so. Von der Bemalung her sind die schon relativ gut, finde ich. Ich meine, sie sehen cool aus, ja. Die sind zwar nicht beweglich, aber gut. Ja, auch Shredder erkennt man hier ganz gut. Beine sind auch so ein bisschen wie. So ein bisschen breiter irgendwie. Aber auch das Cape hinten, das sieht ganz cool aus. So, ich weiß nicht, ob ich noch irgendwann mal mehr davon habe, was von dieser Sorte, zu dieser Serie. Keine Ahnung, wie viele es da auch gibt. Wer weiß, vielleicht laufen mir noch ein paar von diesen Figürchen über den Weg. So, dann haben wir hier noch zwei weitere Figuren. Was haben wir da ersteigert? Ach ja, von der Firma McFarlane. Und noch eine Turtle-Figur. Ja. Ja, gar nicht so viel. Wobei, was haben wir hier? Casey Jones. Immer riesen Verpackungen mit so viel Material für so eine kleine Figur. Aber ja, gut, sie müssen gut ankommen. Hier haben wir einen Casey Jones. So zum Film. Mit seinem Anzug ganz schön schmal. Was steht denn hier? Boah, das ist zu klein, glaube ich. Aber das ist auf jeden Fall zum Film. So vom Outfit her. Casey Jones haben wir hier mit Jeans und so ein ja, Sweatshirt-Pulli-Jacke und natürlich mit seiner Maske. Ehrlich gesagt, wenn die Maske nicht da wäre, würde ich es nicht erkennen, dass es Casey Jones ist. Aber ja, die Maske ist es halt. Ja, das sieht natürlich nicht so gut aus wie der letzte Casey Jones von der Firma Necker, den ich ausgepackt habe. Und das, was ist das? Vielleicht Mattel oder Hasbro, ich weiß es gerade nicht, kann es nicht lesen. Playmate, irgendwas. Boah, das ist so klein. Nee, das kann ich leider nicht lesen. Vielleicht könnt ihr lesen. Naja, auf jeden Fall ein Casey Jones mit einem Hockeyschläger, der leicht verbogen ist, aber es liegt daran, dass es so zu gummihaft ist. Ist halt leider so. Kann man in warmes Wasser packen und dann wieder biegen. Leider ist auch hier die Tasche nicht da, so nicht viel an Zubehör, außer diesen Schläger. Der sieht irgendwie ein bisschen schmal aus für Casey Jones, oder? Ich weiß nicht. Nicht so der typische Casey Jones, den ich so kenne. Bewegungspunkte. Ganz minimal. Auch durch die Jacke hier. Die ist auch sehr steif. Gelenke, Ellenbogen. Und hier. Achso, das kommt von der Hüfte her. Ja, nicht so viele Gelenke. Also er kann schon die Arme bewegen und Ellenbogen und hier die Hand. Den Kopf. Die Maske kann man nicht absetzen. Ja, eine etwas schlichtere Figur. Aber gehört zu den Turtles dazu. Und war auch ein Schnäppchen. Ich weiß gar nicht mehr wie viel. 2 € oder so. Drei, keine Ahnung.
Auf jeden Fall ein Schnäppchen, habe ich mir gedacht. Hier steigerst du mal mit. So, dann haben wir hier noch eine Figur von MacFarlane. Ich weiß gar nicht, ob es so Wonder Woman war. Das ist, ich habe von DC jetzt nicht alle Comics gelesen und gesehen. Aber ich habe mir gedacht, hey, die sieht gar nicht so schlecht aus. Und auch für, ich weiß nicht, 4, 5, 5, 6 Euro irgendwie. Da habe ich ein bisschen Glück gehabt. Die ersteigert leider die anderen Figuren, die dazugehören, nicht. Ja, zu MacFarlane, Firma MacFarlane, gibt es ja immer zu DC oder auch generell ein wunderschönes Base. Dann dieses mächtig große Schwert. Leider auch ein bisschen gummihaft, wobei hier ist ein bisschen fester, dass es auch schön gerade bleibt. Aber es ist ein schönes, großes Schwert. Hier auf jeden Fall, auch farblich und so. Und dann das Schild. Das gefällt mir relativ gut. So generell. Ach, Wonder Woman hier. Tada! Sieht gar nicht mal so schlecht aus hier. Ach, hier auch. Jetzt sehe ich es auch. Mit dem Lasso. Ah, das fehlt hier, das Lasso. Nein! Ja, die sind auch, also die Figuren sind gerade was von DC, aber auch andere Figuren der Firma MacFarlane sind richtig, richtig toll, finde ich. Hier, die kleinen Fußgelenk, habe ich nie wirklich benutzt, aber gut, da ist er da. Fuß, doppeltes Kniegelenk, die Hüfte ist beweglich. Auch ganz cool, der Gürtel hier, diese Schnalle bewegt sich mit, das heißt ja trotzdem volle Funktion der Bewegung. Dann hier natürlich Bewegung, doppeltes oder nie einfaches Ellenbogengelenk. Einfaches? Ja, wahrhaftig. Dann die Hand beweglich. Oh, sogar hier ihre Rüstung hier. Hier auch alles Gummi. Kopf ist beweglich. Haare bewegen sich mit. Hüfte natürlich hier irgendwo. Ja. Und das Ganze ist natürlich aus Gummi hier. Und dadurch ist das mit der Bewegung nicht eingeschränkt. Also von hinten und vorne und so. Sieht schon ganz gut aus. Ist schon ganz cool. Dann hat sie natürlich hier ihr Schild, das sie hier hält. Dann sieht das natürlich noch cooler aus. Und dann hier das mega große, lange Schwert. Das ist schon echt groß so zum Verhältnis hier mit der Figur. Und sehr breit vor allem. Sehr breit. Auch hier mit denen sieht aus wie so Absätze, so High Heels irgendwie, Stiefel. Ja, sieht aber an sich mega cool aus irgendwie. Wobei, ich bin der Fan von der typisch Standard-Outfit von Wonder Woman. Aber ja, klar, sie hat auch ein paar andere Outfits gehabt, was gerade was die Comics angeht oder die Spiele vor allem. Ich sag ja nur Injustice und so. Aber ich bin da sehr klassisch und ich mag halt so das Klassische auch einfach. Also wenn die jetzt nicht im Angebot wäre für den Sportpreis, hätte ich sie mir, glaube ich, so neu nicht geholt. Dann lieber eine Wonder Woman, die klassisch und normal ist. Also was heißt normal? Den klassischen Standard, so wie ich sie halt kennengelernt habe. So, mega cool mit dem Base. Da bleibt die Figur auch schön standhaft. Normalerweise, ich muss sie gerade hier ein bisschen in Pose bringen. Das mit dem kleinen C, ich finde das so überflüssig. Das sieht auch immer seltsam aus, wenn sich das verbiegt. So, die will aber irgendwie nicht. Irgendwie. So, und mit dem riesen Schwert hier. Zack. Voller Einsatz. Die Gelenke sind auch schon ein bisschen, die Figur ist ja gebraucht, schon ein bisschen beweglich. Was auch ganz cool ist, wenn man den, hier die Hand bewegt, also hier, sieht man, die Haare sind ja aus Gummi und die bewegen sich schön mit. Also keine Beeinflussung so von der Bewegung. Obwohl hier sogar die Rüstung auf der Schulter ist. Nichts, keine Beeinflussung. Kannst einfach bewegen, zack. Wobei ich muss immer aufpassen, gerade bei den Figuren fällt mir dann dummerweise auch immer wieder mal einfach der Arm raus. Ich meine, den kann ich wieder reinstecken, alles gut. Aber du kriegst dann jedes Mal so einen Schrecken und denkst dir so, nein, was jetzt? Hier, also eine unglaubliche Figur. Mega cool. Gefällt mir sehr gut. Hier noch Casey Jones. Bisschen mickrig jetzt neben Wonder Woman hier mit den Verhältnissen. Und natürlich auch zwei Turtle-Figuren. Auch wenn es die Bösewichte diesmal sind. Hier, meine Marshmallow-Männer kommen hier und greifen, verteidigen hier die Turtles, bis sie kommen und greifen hier die bösen Schurken an. Ja, wunderschön wieder mal neue Actionfiguren in meiner Sammlung bekommen zu haben. Vor allem wieder mal ein paar kleine Schnäppchen, muss auch mal sein.
Sonst ist ja auch alles teuer genug, würde ich sagen. Da freut man sich doch, wenn man immer wieder mal ein kleines Schnäppchen gemacht hat. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, bye bye.